Hallo und herzlich willkommen hier auf dem PLW History Kanal. Heute zeigen wir euch eine weitere Uniform aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Viel Spaß dabei! Wir machen weiter mit unserer Serie über die Uniform und Ausrüstung der Pioniere. Wir sind jetzt nach dem Auszug ein Jahr später, das heißt so im Oktober, November, Dezember 1915 angekommen. Und da hat sich an der Ausrüstung oder beziehungsweise am Erscheinungsbild des Pioniers auch schon einiges geändert. Wir fangen mal mit dem auffälligsten Merkmal an, und zwar ist das oben die Pickelhaube. Da hatte sich nämlich im Vergleich zum Beginn des Krieges ein bisschen was getan. Es kam immer öfter dazu, dass die Spitze der Pickelhaube sich als sehr verräterisch im Schützengraben erwies. So ließen sich Truppenbewegungen natürlich von anderen Kriegsteilnehmern besser erahnen oder ganz sogar komplett vorhersehen. Und dann ist man dann den Schritt gegangen und hat die Pickelhaube Modell 1915 eingeführt. Da wurden diverse Dinge vereinfacht. Zum Beispiel wurden für alle Truppenteile dann die unterschiedlichen Buntmetallbeschläge weggelassen und gegen verzinkte Stahlblechbeschläge ausgetauscht. Und das markanteste Merkmal darin ist zum Beispiel die Karabinerspitze. Das hatte dann den großen Vorteil, man konnte die Spitze per Klickverschluss oder Kugel, je nachdem welcher Waffengattung der Soldat angehörte, konnten die dann die Spitze entfernen und dann in so einem kleinen Säckchen, die dann drüber gestülpt war, einfach im Brotbeutel verwahren. Und dann hat man im Endeffekt nur die Haube gesehen, so wie sie hier ist. Des Weiteren ist zu sagen, dass die Uniform 1915 bei unserem Beispiel, das hier rein exemplarisch ist, noch beim Rock im Landwehrschnitt, Modell 1913, üblich zu dieser Zeit war auch schon der vereinfachte Feldrock M15, bei dem sich dann die Schulterklappen geändert haben. Der Kragen blieb gleich, der Waffenfarbe entsprechend. Was sich dann änderte, waren die Aufschläge. Die waren dann nicht mehr farblich vorgehoben und hatten keine Knöpfe, sondern waren dann einfach wie bei der M15-Bluse umgeschlagen. Was 1915 schon durchgesetzt wurde, also von der obersten Heeresleitung, von den Soldaten, wurde das eher so lala umgesetzt, war der Schwarzfärbebefehl für Leder. Und zwar rührt das daher aus zwei Gründen. Zum einen war die logare Färbung, also die Naturfarbe des Leders, nicht aufrechtzuerhalten, was auch ein sehr unschönes Bild ergab, wie man hier zum Beispiel sieht. Das hat unterschiedliche Farben. Und dann wurde dann gesagt, okay, wir färben das Leder schwarz. Der Soldat hat das hier schon am Leibriemen gemacht und an den Marschstiefeln. Und bei den Marschstiefeln kann man jetzt auch noch ein schönes Detail zeigen. Und zwar ist das der sogenannte Marschriemen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist so ein Stiefel, der einfach nur aus Schuhnase und Schaft besteht, nicht unbedingt das bequemste, was man tragen kann auf langen Märschen. Der Marschriemen wurde dafür getragen, um zum Beispiel das Reiben am Fuß zu verhindern, weil wenn man überlegt, dass die Soldaten damals in kompletter Marschmontur damals so ungefähr 30 Kilometer am Tag zurückgelegt haben, dann entsteht dementsprechend Reibung und das ist man mit diesen Marschriemen dann umgangen. Des Weiteren fällt auf, dass der Soldat hier auch schon den neu eingeführten Turnister Modell 1907-13 trägt. Die Veränderung zu dem vorherigen Modell, also zum Turnister 1907, besteht halt eben darin, dass der Deckel aus Segeltuch gefertigt wurde und nicht mehr aus dem Kalbfell, da Kalbfell und dergleichen immer teurer wurden. Es wurde immer weniger und da hat man sich quasi das gespart und dann einfach dieses Material dafür eingeführt. Dieselbe Erneuerung erkennt man auch schon am Brotbeutel. Der wurde dann auch schon in einer anderen Farbe und zwar in einem Schilfgrün ausgegeben und blieb aber von der Bauart her gleich. Was man jetzt hier noch sieht, hier ist schon die Modell 16 Trinkflasche dran. Die hat da eigentlich nichts dran zu suchen. Die ignorieren wir jetzt einfach. Wir stellen uns einfach vor, es wäre eine andere Feldflasche dran. Des Weiteren fällt am Turnister auf, dass jetzt hier auch schon die neue Zeltbahn eingeführt wurde. Die hatte dann auch einen schilfgrünen Farbton. Das hatten nicht alle Soldaten, da die Bestände von der rotbraunen Zeltbahn noch so hoch waren, dass man die halt eben erst aufbrauchen wollte und daher tauchen die auch immer noch bis zum Ende des Krieges auf. Des Weiteren sieht man dann auch, es ist ein anderer Mantel da.
Das ist in dem Falle, dass wir sind im Jahr 1915, der Einheitsmantel 1915 war zu dem Zeitpunkt noch nicht eingeführt, aber es gab den feldgrauen Mantel 15. Das ist wichtig, der feldgraue Mantel 15 und der Einheitsmantel 15 sind zwei unterschiedliche Mäntel. Und zwar unterscheiden sie sich dadurch, dass beim feldgrauen Mantel 15 die Knöpfe auch aus Zink gefertigt und feldgrau lackiert waren und dass der Reseda-grüne Kragen da noch nicht vernäht war. Auch hier trägt der Soldat noch das Schanzzeug Modell 1896, das 1897 eingeführt wurde. Auch in dem Fall wieder der Spaten. Wenn euch interessiert, warum der Soldat hier den Spaten oder zum Beispiel nicht die Kreuzhacke trägt, dann empfehle ich euch das Video über Sturmtruppen, das wir vor einiger Zeit schon mal veröffentlicht haben. Da erkläre ich nochmal genau, wie viel Schanzzeug in der Kompanie getragen wurde. Dann sieht man hier noch, weil es auch höchstwahrscheinlich sehr oft nachgefragt wird, ist das Bajonett 9805 neuer Art mit Feuerschutzblech. Korrekt wäre das Bajonett mit Sägerücken, da diese aber oft von den Pionieren selber dann aus Angst vor Gefangenschaft oder beziehungsweise was mit ihnen dann passiert, wenn sie in Gefangenschaft geraten, der Sägerücken abgeschliffen wurde. Zeigen wir euch jetzt einfach das, weil das ist relativ baugleich. Die Pioniere hatten das Seitengewehr mit Sägerücken deswegen, weil man damals dachte, es wäre eine gute Alternative zum Verschienenmesser, was Pioniere vorher hatten. Also quasi, es war eine Art Multitool, man konnte damit schneiden, Sachen zerkleinern und mit dem Sägerücken dementsprechend auch kleinere Äste durchsägen. Das war so die Grundidee dahinter und nicht, wie oft behauptet wird, um eine möglichst schreckliche Waffe zu erschaffen. Das war nicht die Idee hinter dem Sägerücken-Bajonett. Der Soldat trägt hier auch noch die Patronentaschen vom Modell 87-88, die Patronentaschen für technische Truppen, die hatten noch weniger Kapazität für Munition als die normalen Patronentaschen für die Infanterie. Da waren halt weniger Patronen drin. Diese verschwanden dann trotz Anordnung, jedenfalls laut Fotos, die ich mir so angeschaut habe, nach und nach im Kriegsverlauf dann aber von den Pionieren trotzdem, weil die dann doch auf die Infanterie-Patronentaschen umgewechselt sind, da es vermehrt dazu kam, dass die befestigten Anlagen, also die Schützengräben oder ähnliche Verteidigungsanlagen durch teilweise wochenlang Artilleriebeschuss zerstört wurden und diese Pioniere dann auch an der Front diese Anlagen wieder instand setzen mussten, was dazu führte, dass sie automatisch auch an der Front in Kampfhandlungen verwickelt wurden, was dann logischerweise die Konsequenz nach sich zog, dass auch Pioniere mehr Munition am Mann tragen mussten. Wo wir bei der Munition sind, die Bewaffnung der Pioniere war auch zu dem Zeitpunkt noch standardgemäß das Gewehr 98, wie bei der normalen Infanterie auch, mit dem Langevisier und dem geraden Kammerstängel. Im Großen und Ganzen kann man jetzt auch noch sagen, wenn wir das Bild des ganzen Soldaten jetzt hier einmal haben, es wurde ja oft gefragt, was die Ausrüstung so im Gesamten wiegt. Und ich würde es jetzt einfach mal grob schätzen, mit allem Drum und Dran, mit Waffe, mit dem leichten und dem schweren Schanzzeug und Tornister liegen wir bei roundabout 25 bis 35 Kilo mit allem. Und da muss man sich jetzt natürlich vorstellen, ich hatte es am Anfang schon mal erwähnt, als es um die Marschriemen ging, die Soldaten haben beim Ausmarsch 1914 im August, wir haben jetzt auch August, es ist warm, es ist schwül, haben die pro Tag ungefähr 30 Kilometer zurückgelegt zu Fuß. Und ich glaube, das kann der Peter euch bestätigen, es macht überhaupt keinen Spaß, sich allein schon vorzustellen, damit jetzt noch 30 Kilometer zu laufen. Naja, die Uniformen sind halt auch aus Wollloden. Es gab Versuche einer Sommeruniform, ungefähr 1916, die hatten sich dann aber nicht durchgesetzt. Da es ja in diesem Video auch um die Uniformierung und Ausrüstung 1915 und 1916 geht, kommen wir natürlich nicht um den Stahlhelm drumherum. Der wurde dementsprechend dann so Mitte im Jahr 1916 eingeführt für alle Truppenteile und vorher vom Sturmbataillon 5 Rohr erprobt und für gut befunden. Das Gesamtbild kann man dann rein exemplarisch, wir machen das jetzt ein bisschen schlampig, ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, kann man dann zusammenfassen, dass der Soldat auch so ausgesehen haben könnte. Sprich, der Rock im Landsturmschnitt, wie man ihn hier sieht, Modell 13, die wurden natürlich auch bis zum Kriegsende aufgetragen und auch darüber hinaus.
Aber um 1916 rum war auch schon die Einheitsbluse Modell 15 WSD-Trage eingeführt und auch bei den Pionieren schon zu sehen. Das zeigen wir euch aber in dem nächsten Video. Und es ist daher durchaus möglich, dass der Soldat so um Ende, also ich sag mal so im Spätsommer, Herbst 1916 auch so ausgesehen haben könnte. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr mehr zu den Pionieren erfahren sollt, wie sie im Jahre 1917, 1918 aussahen, schreibt das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns bald wieder. Auf Wiedersehen.